Mahlzeit, moin Leute! So, jetzt zeige ich euch mal was richtig Geiles. Wir haben uns im Meat Service eine Howlott HS15, weiß gar nicht, was dahinter steht, gekauft. Eine 8 Tonnen Allradbühne als Hybrid, Elektro und Diesel. Also die Mobilität ist für euch garantiert. Ich zeige euch das Teil mal. So richtig die ganzen technischen Kniffe und Tricks, die kann ich euch gar nicht unbedingt alle jetzt nennen, weil ich bei der Einweisung nicht dabei war. Aber lohnt sich auch so. Wo gehen wir jetzt her? Hier, komm hier. Na. Haben wir letztens extra aufgeräumt hier. Mahlzeit. So. Schauen wir das Ding mal auf Korbbedienung. Ich weiß gar nicht, ob die Stützen hier unten runterfahren muss. Da geht er direkt schon ab. Geil. Jetzt muss ich nur mal gucken. Das ist ja wohl mal ein martialisches Teil, oder? Steht aber hinter mir? Nee, ne? Ja, aber jetzt nicht, habe ich noch Platz, ne? Kommst du wohl hoch, oder? Sky Dinner. Das wird eh geil, wenn das Wetter besser ist. Und wieder einen schönen Mittag von der Frittenschmiede, von unserer Pommesbude. Schön hier einen Tisch aufstellen und dann fahren wir schön auf 13 Meter hoch und machen Sky Dinner. Hier kannst du mal die Armatur filmen hier, das Bedienpult. Das ist auch selbsterklärend. Ne, kann ich hier sagen, Hase, Schildkröte, Schnecke. Ich bin natürlich immer als Hase unterwegs. Nächste wichtig ist das Signalhorn. Da kann ich die hier, kann ich die stellen auf damit das Dieselaggregat angeht. Und hiermit fahre ich die Stützen hoch und runter. Ne? Aber jetzt fahren wir einfach mal hoch. Wir lassen das Ding mal so stehen, wie es hier ist. Und dann fahren wir das Teil, aber ich fahre mal ein Stück vor. Die Anwendung für so eine Bühne ist übrigens ganz oder meistens im so Hallenbau. Dadurch, dass wir 6,30 Meter oder bis zu 6,30 Meter Länge haben und 2 Meter Breite, kann man da super Sandwich-Paneele mit bearbeiten und Hallen verkleiden. 13 Meter Standhöhe, also 15 Meter Arbeitshöhe. 8 Tonnen, geil. Hier siehst du gleich sogar die Gemener Burg. Da hinten, das Wahrzeichen Borkens. Da kann man sich schon vorstellen, ne? Tisch jetzt hier. Schön lecker frühstücken. So, jetzt haben wir die Maximalhöhe erreicht. Also schon ordentlich. Jetzt haben wir über 6 Meter Länge. Geil. Viel mehr kann ich zu dem Ding auch gar nicht sagen.
Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, was wir jetzt hier haben. So ein ähnliches Teil kriegen wir noch als Ergänzung dazu, kriegen wir noch eine Teleskopmastbühne. Also die kann dann schräg raus, bis 15, 16 Meter. Und dann wird das wahrscheinlich immer so als Duo rausgehen. Diese hier steht außen an der Halle, damit macht man die Beplankung. Und die andere, die steht dann in der Halle, damit macht man dann die ganzen Träger fest. Miet, was du brauchst. Mechanik-Service. Ah, ich feiere das Teil, ey. Also, wenn ihr so ein Gerät braucht, meldet euch bei uns. Na, fahren wir das Ding immer wieder nach oben. Mal ganz geil, mal zu sehen. Das hier ist das Dieselaggregat. Also das Teil ist ja mega, mega geil, dass das elektrisch läuft, wenn ich dann in Hallen und so arbeite. Dann habe ich mit dem ganzen Abgas kein Problem mehr. So, und da ist eigentlich nur eine Elektrobühne, wo ich ein Dieselaggregat dran setzen kann. Und das könnte ich jetzt hier auch demontieren. Welches das Aggregat speichert oder speist dann in die Batterie ein. Also eine Hybridlösung. Dann fahren wir das Teil mal hoch. Ach geil. Also ich fühle mich sicher. Ich habe keine Angst. Ich bin höhenfest. Vielleicht ein bisschen. Also haben wir gleich die volle Standhöhe von 13 Metern erreicht. Also ein bisschen Schiss habe ich ja schon, aber das Ding kann ja quasi nicht vorne hochgehen und hinten rüberfallen. Ach, das ist ja was für mich. Herrlich. Na komm, fahren wir wieder runter. So, der fährt jetzt auf ich glaube, gute Höhe, 2,50 Meter oder so Standhöhe fährt er jetzt runter. Und danach stockt er kurz und fängt dann an zu piepen, als Warnsignal, dass da keiner drunter oder dazwischen steht. Was sagst du? Ja klar! So, jetzt gleich bleibt er stehen. Die Nachbarn haben auch immer Spaß, wenn wir neue Spielzeuge hier haben. So. Und jetzt ist das Signal. Und dann geht es weiter runter, langsam. Einfach nur geil. Echt. Wieder zusammenklappen. Liefern wir natürlich auch zu eurer Baustelle, wenn ihr die haben wollt. Kommen wir mit dem externen Sattel vorbei. Den haben wir leider selber noch nicht. Da spare ich noch für. Und dann liefern wir euch das Teil zur Baustelle. Also, für euch nur das Beste. Wenn ihr das buchen wollt, ruft mich einfach an oder schreibt uns eine E-Mail. Und dann kriegen wir das schon. Danke!